1, 2, 3. Hallo. Also ich muss ein paar Sachen erstmal loswerden.
wenn man eingeladen wird zu lesen, denkt man sich, lesen, klar kann ich lesen. Und dann fällt einem auf, dass die ganzen Sprecher ungefähr solche Stimmen haben. Männlich, viril, sexy. Und dann hört man sich selber und stellt fest, da muss ich wohl an mir arbeiten. Also es wird jetzt nicht sexy, es wird sowas, wie man es vorstellt. Das liest du ja vor. Ich finde gut, dass er nicht Vorredner geworden ist. Ja, so. Ich gebe mir trotzdem Mühe. Ich nehme an, dass ihr, oder sie, darf ich euch irrten, oder muss ich euch wissen, wie ihr euch, dass ihr alle den Turles und den Werther nochmal studiert habt, bevor ihr hergekommen seid? So. Ja, nein, vielleicht. Sehr gut. Aber nicht mitlesen. Das geht bei mir was ganz anderes. Ich erkläre kurz, worum es geht in Turles. Es ist ein Roman von Roald Dahl, der danach auch ein richtig gutes Buch geschrieben hat. Der Mann ohne Eigenschaften, der Turles, war sein erster Erfolg, da war er 26. Ich weiß, wie das ist mit dem jungen Erfolg. Und ich finde, das ist ein unappetitliches Thema. Man erkennt meines Erachtens nicht, dass er später so großartig wird. Nicht, dass ich euch jetzt in irgendeiner Weise beeinflussen will. Und es geht um die Erlebnisse eines jungen Mannes, der ins Internat kommt, in ein Jungsinternat, das war damals üblich, und der dann Dinge macht, über die ich in anderen Liedern schon geschrieben habe. Es ist irgendwie so eine Sadomaso-Homophilen-Geschichte, so ganz bin ich da auch nicht schlau geworden. Die Protagonisten jetzt sind Charlotte, Stella, ja, die Hauptperson, dann die zwei ziemlich stumpfen Typen Beineberg und Reiting. Das Buch ist etwas älter, damals redete man sich in Internaten auch immer nur mit Nachnamen an. Das Opfer heißt Bassini. Das sind die vier Namen, die euch jetzt merken müsst. Ich frage hinterher ab. Haben wir noch ein Tonproblem? Es passt so. Was passt denn so? Das Licht weiß. Die Lichtanlage. Ich nehme an, das hat den Profi-Architekt entworfen. Das heißt, wir müssen entweder hell machen. Achso, es heißt einfach. Okay. Ich kenne es aus eigener Erfahrung in meinem Alter, da werde ich irgendwann nichts mehr. Man macht es so 2-3 Jahre mit und irgendwann sagt man, weiß nicht schon. Der nächste Schritt ist dann. So, genug Gelächter. Wir haben hier ernsthafte Literatur zu lesen. Um 3:45 Uhr sah Turles, dass Beineberg und Reiting aus ihrem Becken schlüpften und zog sich gleichfalls an. Pff, warte doch, das fällt ja auf, wenn wir alle drei zugleich weggehen. Turles versteckte sich wieder unter seiner Decke. Können wir das sein lassen mit den Fotos, weil die ganze Zeit klicken und Blitze, das macht keinen Spaß mit dem Lesen. Dankeschön. Ich fange wieder von vorne an. Übrigens, ab jetzt bei jedem Foto, das ist so eine Art. Ich habe ja gesagt. Um 3:11 Uhr sagt Charles, dass Beineberg und Reiting aus ihren Betten schlüpften und zog sich gleichfalls an. So warte doch. Was fällt dir auf, wenn wir alle drei zugleich weggehen? Charles versteckte sich wieder unter seiner Decke. Auf dem Gang vereinigten sie sich dann und stiegen mit der gewohnten Vorsicht den Bodenaufgang hinan. Wo ist Bassini? Fragte Turles. Er kommt von der anderen Seite. Reiting hat ihm den Schlüssel dazu gegeben. Sie blieben die ganze Zeit über im Dunkeln. Erst oben vor der großen eisernen Türe zündete Beineberg seine kleine Blendlaterne an. Das Schloss leistete Widerstand. Es saß durch eine jahrelange Ruhe fest und wollte dem Nachschlüssel nicht gehorchen. Endlich schlug es mit einem harten Laut zurück. Der schwere Flügel rief widerstrebend im Roste der Angeln und gab zögernd nach. Aus dem Bodenraum schlug eine warme, abgestandene Luft heraus, wie die kleine Treibhäute. Beineberg schloss die Türe wieder zu. Sie stiegen die kleine hölzerne Treppe hinab und kauerten sich neben einem mächtigen Querbalken nieder. Zu ihrer Seite standen riesige Wasserbottiche, welche bei dem Ausbruch eines Brandes den Löscharbeiten dienen sollten.
Das Wasser darin war offenbar schon lange nicht erneuert worden und verbreitete einen süßlichen Geruch. Überhaupt war die ganze Umgebung äußerst beklemmend. Die Hitze unter dem Dach, die schlechte Luft und das Gewirre der mächtigen Balken, die teils nach oben zu sich im Dunkel verloren, teils in einem gespenstigen Netzwerk am Boden hinkrochen. Weinberg blendete die Laterne ab und sie saßen, ohne ein Wort zu reden, regungslos in der Finsternis, durch lange Minuten. Da knarrte an dem gegengesetzten Ende im Dunkeln die Tür, leise und zögernd. Das war ein Geräusch, welches das Herz bis zum Halse hinaufklopfen machte, wie der erste Laut der sich nähernden Wolle. Es folgten einige unsichere Schritte, das Anschlagen eines Fußes gegen erdröhnendes Holz, einmal das Geräusch, wie von dem Aufschlagen eines Körpers. Stille. Dann wieder zaghafte Schritte. Warten. Ein leiser menschlicher Laut. Reising? Da zog Beineberg die Kappe von der Bremslaterne und warf einen breiten Strahl gegen den Ort, wo ihr die Stimme kam. Einige mächtige Balken leuchteten mit scharfen Schatten auf, weiterhin sah man nichts als einen Kegel tanzenden Staubes. Aber die Schritte wurden bestimmter und kamen näher. Da schlug ganz nah wieder ein Fuß gegen das Holz und im nächsten Augenblick tauchte in der breiten Basis des Lichtkegels das in der zweifelhaften Beleuchtung aschfahle Gesicht Bassinis auf. Bassini lächelte. Lieblich. Süßlich. Starr festgehalten, wie das Lächeln eines Bildes, hob es sich aus dem Rahmen des Lichts heraus. Charles saß an seinen Balken gepresst und fühlte das Zittern seiner Augenmuskeln. Nun zählte Beineberg die Schandtaten Bassinis auf, gleichmäßig mit heiseren Worten. An die Frage, du schämst dich also gar nicht? Dann ein Blick auf Reitin, der zu sagen schien, nun ist es wohl schon an der Zeit, dass du mir hilfst. Und in dem Augenblick gab ihm Reiting einen Faustschlag ins Gesicht, sodass er nach rückwärts taumelte, über einen Balken stolperte, stürzte. Beineberg und Reiting sprangen ihm nach. Die Laterne war umgekippt und ihr Licht floss verständnislos und träge zu Charles Füßen über den Boden hin. Charles unterschied aus den Geräuschen, dass die Bassini die Kleider vom Leibe zogen und ihn mit etwas Dünnem und Geschmeidigem peitschten. Sie hatten dies alles offenbar schon vorbereitet gehabt. Er hörte das Wimmern und die halblauten Klagerufe Bassinis, der unausgesetzt um Schonung flehte. Schließlich vernahm er nur noch ein Stöhnen, deren unterdrücktes Geheul und dazwischen halblaute Schimpfworte und die heißen, leidenschaftlichen Atemstöße beim Herz. Er hatte sich nicht vom Platz gerührt. Gleich anfangs hatte ihn wohl eine fiersche Lust, mit hinzuspringen und zuzuschlagen gepackt, aber das Gefühl, dass er zu spät kommen und überflüssig sein würde, ließ ihn zurück. Über seinen Gliedern lag mit schwerer Hand eine Lähmung. Scheinbar gleichgültig sah er vor sich hin zu Boden. Er spannte sein Gehör nicht an, um den Geräuschen zu folgen, und er fühlte sein Herz nicht rascher schlagen als sonst. Mit den Augen folgte er dem Licht, das sich zu seinen Füßen in einer Lache ergoss. Staubflocken leuchteten auf und ein kleines, hässliches Spinnengewebe. Weiterhin sickerte der Schein in die Fugen zwischen den Balken und erstickt in einem staubigen, schmutzigen Dämmern. Charles wäre auch eine Stunde lang so sitzen geblieben, ohne es zu fühlen. Er dachte an nichts und war doch innerlich voll auf beschäftigt. Dabei beobachtete er sich selbst. Aber so, als ob er eigentlich ins Leere wäre und sich selbst nur wie in einem undeutlichen Schimmer von der Seite her erfasste. Nun rückte aus diesem Unklaren von der Seite her langsam, aber immer sichtlicher ein Verlangen ins deutliche Bewusstsein. Irgendetwas ließ Charles darüber lächeln. Dann war wieder das Verlangen stärker. Zog ihn von seinem Sitz hinunter, auf die Knie, auf den Boden. Es trieb ihn, seinen Leib gegen die Dielen zu pressen. Er fühlte, wie seine Augen groß werden würden, wie die eines Fisches. Er fühlte durch den nackten Leib hindurch sein Herz gegen das Holz schlagen. Nun war wirklich eine mächtige Aufregung in Charles und er musste sich an seinen Balken festhalten, um sich gegen den Schwindel zu sichern, der ihn hinabzog. Auf seiner Stirne standen Schweißperlen und er fragte sich ängstlich, was dies alles zu bedeuten habe. Seiner Gleichgültigkeit aufgeschreckt, forschte er nun auch wieder durch das Dunkel zu den Dreien hinüber. Es war dort still geworden, nur Bassini klagte leise vor sich hin, während er nach seinen Kleidern tastete. Charles fühlte sich durch diese klagenden Laute angenehm berührt. Wie mit Spinnenfüßen lief ihm ein Schauer den Rücken hinauf und hinunter, da
Dann saß es zwischen den Schulterblättern fest und zog mit fallenden Krallen seinen Kopf auf nach hinten. Zu seinem Befremden erkannte Törleß, dass er sich in einem Zustand geschlechtlicher Erregung befand. Er dachte zurück und ohne sich zu erinnern, wann dieser eingetreten sei, wusste er doch, dass er schon das eigentümliche Verlangen, sich gegen den Boden zu drücken, begleitet hatte. Er schämte sich dessen, aber es hatte ihm wie eine mächtige Blutwelle daherflutend den Kopf genommen. Weinberg und Reiting kamen zurückgetastet und setzten sich schweigend neben ihn. Weinberg blickte auf die Lampe. In diesem Augenblick zog es Charles wieder hinunter. Es ging von den Augen aus, das fühlte er nun, von den Augen aus wie eine hypnotische Starre zum Genommen. Es war eine Frage, ja, eine Verzweiflung, wo es waren ja bekannt. Die Mauer, die Nagastgarten, die niederen Hütten, jede Kindheitserinnerung. Dasselbe. Er sah auf Beinberg. Fühlte er nichts, dachte er. Aber Beinberg bückte sich und wollte die Lampe aufgeben. Charles hielt seinen Arm zurück. Ist das nicht wie ein Auge? Sagte er und wies auf den über den Boden fließenden Lichtschein. Willst du jetzt vielleicht poetisch werden? Nein, aber sagst du nicht selbst, dass es mit den Augen eine eigene Bewandtnis hat? Aus ihnen wird, denk doch nur an deine hypnotischen Lieblingsideen, mitunter eine Kraft, die in keinem Physikunterricht ihren Platz hat. Sicher ist auch, dass man einen Menschen oft weit besser aus seinen Augen erhält als aus seinen Worten. Nun, und? Mir ist dieses Licht wie ein Auge. Zu einer fremden Welt. Mir ist, als sollte ich etwas erwarten, aber ich kann nicht. Ich möchte es in mich hineintrinken. Nun, du fängst doch an, poetisch zu werden. Nein, es ist mir ernst. Ich bin ganz verzweifelt. So sieh doch nur hin und du wirst es auch fühlen. Ein Bedürfnis, sich in dieser Lache zu wälzen, auf allen Vieren ganz nah in die staubigen Winkel zu kriechen, als ob man es so erwarten könnte. Mein Lieber, das sind Spielereien und Findeleien. Lass jetzt gefälligst solche Sachen. Weinberg bückte sich vollends und stellte die Lampe wieder auf ihren Platz. Törleß empfand aber Schadenfreude. Er fühlte, dass er diese Ereignisse mit einem Sinne mehr in sich aufnahm als seine Gefährten. Er wartete nur noch das Wiedererscheinen des Phoenix und fühlte mit einem heimlichen Schauer, dass sich seine Kopfhaut abermals unter den feinen Krallen anspannte. Er wusste es ja schon ganz genau, dass für ihn etwas aufgestaut war, das immer wieder und in immer kürzeren Zwischenräumen ihn mahnte. Eine Empfindung, die für die anderen unverständlich war, für sein Leben aber offenbar große Wichtigkeit haben musste. Nur was diese Sinnlichkeit dabei zu bedeuten hatte, wusste er nicht. Aber er erinnerte sich, dass sie eigentlich schon jedes Mal dabei gewesen war, wenn die Ereignisse angefangen hatten, nur ihm sonderbar zu erscheinen und ihn quälten, weil er hierfür keinen Grund wusste. Und er nahm sich vor, bei nächster Gelegenheit ernstlich hierüber nachzudenken. Einstweilen gab er sich ganz dem aufregenden Schauer hin, der Bassinis Wiedererscheinen voranging. Weinberg hatte die Lampe aufgerichtet und wieder schnitten die Strahlen einen Kreis in das Dunkel wie einen leeren Rahmen. Und mit einem Mal war Bassinis Antlitz wieder darin, genauso wie zum ersten Mal. Mit demselben starr festgehaltenen, süßlichen Lächeln, als ob in der Zwischenzeit nichts geschehen wäre. Nur über Oberlippe, Mund und Kinn zeichneten langsame Blutstropfen einen roten, wie einen Wurm sich windenden Weg. Doch, setze dich nieder! Reiting wies auf den mächtigen Balken, was ihn nicht gehorchte. Reiting hob zu sprechen an. Du hast wahrscheinlich schon geglaubt, dass du fein heraus bist, was? Du hast wohl geglaubt, ich werde dir helfen. Nun, da hast du dich getäuscht. Was ich mit dir tat, war nur um zu sehen, wie weit deine Niedrigkeit geht. Bassini machte eine abwehrende Bewegung. Reiting drohte wieder auf ihn zu springen. Da sagte Bassini, aber ich bitte euch um Gottes Willen, ich konnte nicht anders. Schweig! Schrie Reiting. Deine Ausreden haben wir satt. Wir wissen nun ein für alle Mal, wie wir mit dir daran sind und werden uns danach richten. Es traf ein kurzes Schweigen ein. Da sagte plötzlich Törleß, leise, fast freundlich, sag doch, ich bin ein Dieb. Bassini machte große, fast erschrockene Augen. Weinberg lachte beifällig. Aber Bassini schwieg. Da gab ihm Weinberg einen Stoß in die Rippen und schrie ihn an: Hörst du nicht? Du sollst sagen, dass du ein Dieb bist. Sofort musst du es sagen. Abermals trat eine kurze, kaum wägbare Stille ein. Dann sagte Bassini leise, in einem Atem und mit möglichst harmloser Betonung: Ich bin ein Dieb.
Eine davon reihte ihn lachend vergnügt zu Charles hinüber. Das war ein guter Einfall von dir, Kleiner, zu Bassini. Und jetzt wirst du sofort noch sagen, ich bin ein Tier, ein diebisches Tier, euer diebisches, schweinisches Tier. Und Bassini sagte es, ohne aufzusetzen und mit geschlossenen Augen. Aber Charles hatte sich schon wieder ins Dunkel zurückgelehnt. Ihm ekelte vor der Szene und er schämte sich, dass er seinen Einfall den anderen preisgegeben hatte. Welcher Tee ist es? Kein Pfefferminz. Pfefferminz. Also erstmal wollte ich sagen, du hast sehr professionell und sehr gut gelesen. Ja, das darfst du auch allen. Doch, ich glaube. Du musst jetzt einfach mal auf Farbe tiefer denken, das tut sich nicht gut. Hast du den Text vorbereitet, was ich oft gelesen habe? Bleib hier nochmal. Wie fandst du dich? Nicht gut. Warum nicht? Wenn man so unter der Lupe hat, also man vorliest es unter der Lupe, dann fällt einem auf, also sieht für mich so aus, als hätte er ihn geschrieben und wäre noch nicht nochmal drüber gegangen. Was wird das denn gerade so im Moment sein? Ich habe ein Beispiel, was mich echt. Ich bin da pedantisch. Hat man angestrichen? Ich habe es nicht ausgestrichen. Sag ihn mal hier. Das ist mir wirklich aufgefallen. Wir sind kurz vorm Ende. Es trat ein kurzes Schweigen ein, was er sieht. Genau. Da sagte plötzlich Turtles leise, fast freundlich. Sagt euch genau wie. Nächste Zeile, Bassini machte große, fast erschrockene Augen. Zweimal fast so dicht hintereinander. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß. Robert, hast du mich gehört? Wahrscheinlich nicht. Du hast den Mann. Aber vielleicht bin ich auch zu streng. Also er hat ein heißes Eisen angepackt. Heute würde man sagen, ja, das normal geht in jeder zweiten Fernsehshow. Ja, ich bin in der Schule missbraucht worden und es war gar nicht gut, seitdem ich machen würde. Damals war das in Frankfurt. Ich komme jetzt aus Frankfurt. Ich habe nun damals noch nicht gelebt. Also, du bist doch schon so alt. Nee, nicht ganz. Das Buch ist in den 20er Jahren geschrieben worden. 1906 war ich die 20er Jahre. Stimmt, du hast recht. Er ist 1880 geboren, er war 26 Jahre alt, als er geschrieben hat. Das macht. Du bist gut in Mathematik. Ich kann gut in Mathematik, ja. Ein guter Halle, ja, ich kann auch gut Stahlbuch vorlesen. Das weiß ich. Ja. Und ein Leber. Und gibt es irgendetwas, was du nicht hast? Jemand erlaubt mich zu tun? Ich dachte, du Eltern. Okay. Ich hab den Tipp nicht ganz. Ich wollte dich nach Musik fragen, weil als wir hergefahren sind, hast du gesagt, du hast die Mann ohne Eigenschaften komplett gelesen. Können natürlich sehr viele hier auch im Saal von sich sagen, aber ich glaube sonst nicht so viele. Komplett gelesen. Der Schluss ist halt anstrengend, weil es halt immer nur die Kapitel überschrift und dann so die Skizzen, was jetzt im Kapitel eigentlich hätte passieren sollen, nicht mehr ausformuliert. Da muss man schon echt am Ball bleiben. So. Okay. Und ich jetzt scharf auf deine Schwester, ja, dann fühlt sich wie bist du zur Literatur gekommen? Was war dein erster Bücher, die du gelesen hast? Das sind zwei verschiedene Fragen. Wie soll ich dir deine Antwort beantworten? Wie bist du zur Literatur gekommen? Fragen wir, wie die Literatur zu mir gekommen ist. Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es einen unfassbaren Vorrat an Büchern gab. Wie kam das? Ich habe meine Eltern nie gefragt. Also, erinnert sich noch jemand an den Sternmüll? Also, es ist jetzt kein Berlin, gibt es nicht mehr. Den gibt es nicht mehr, aber ich bin halt schon so alt. Damals gab es noch Sternmüll, da hatten wir die Mauer. Oh, so alt ist er. Und meine Eltern hatten eh schon viele Bücher bei meiner Weile studiert und haben dann auf dem Sternmüll einfach alles mitgenommen, was an Büchern rumstand. Wirklich alles. Da war natürlich auch viel Schrott dabei. Ja, ich habe auch viel Schrott gelesen, aber da waren auch richtig gute Sachen dabei. Und die standen halt so unterschiedslos nebeneinander. Und es gab halt nicht so, dafür bist du noch zu jung, weil ich war alleine zu Hause und dann ging's los. Okay. Und so bin ich
Genau. Das waren deine ersten Lieblingsbücher, weil es geht ja hier auch sehr um das Erwachsenenwerden. Also für den Radiker, oder? Also meine ersten Lieblingsbücher, ich habe das auf die Decke her, das war noch total natürlich. Das hat der Manager, haben Sie mir erzählt, dass Sie jetzt ein neues Hobby haben im Büro? Mobbing. Jetzt weiß ich, was du damit gemeint hast. Ja. Aber weißt du, was mutig ist? So einen ganzen Saal zu mobben. Aber die sehen schon ein bisschen, als hätten sie nicht viel Schlaf gekriegt, oder? Bevor ich sage, ja. Also meine ersten Lieblingsbücher, weiß ich noch ganz genau, die grüne Wolke. Ja, jetzt nicken die deutschen Literaten. Grüne Wolke, Dann so Tom Sawyer und Hanna Berkeley, wobei ich den zweiten Mann immer besser fand als den ersten. Jim Knopf und die Wilde 13. Jo, das ist die Mutter Jim Knopf! Und ja, das waren so meine prägenden Bücher. Alles danach verschwindet in einem Leben. So, da bist du ja Straight Edge, oder? Ja, ich habe dann so viel gelesen, wie Phil, der große Berliner Künstler, noch nicht sagte, die Bücher haben alle was gemeinsam. Da steht unten in meiner Zahl. So ging es mir dann auch. Auf deiner Webseite empfiehlst du ja jeden Monat ein Buch. Ich finde es total unfair, dass du jetzt so im Thema hier verbreitest. Ja, stimmt. Ich empfehle jeden Monat ein Buch. Ich finde, so ein Buch im Monat das sollte man schaffen. Machst du auch? Schaffst du es auch? Ich versuche mehr. Was liest du gerade? Donald Duck, Sonderband. Nee, jetzt mal ernsthaft, was lese ich denn gerade? Nee, wenn ich das sage, dann sage ich, also, ey, ich weiß noch. Ich lasse mich nicht. Sag doch mal. Okay. Wollt ihr das Fahrrad immer noch sagen? Aber ich kann sagen, dass ich auch lebe. Also ich lese mal ein historisches Buch, also das zweite und dritte Buch, genau. Also eigentlich lese ich mal fest auf dem Klo. Das ist ja meistens so ein Buch, wo es eigentlich egal ist, ob man selber schon ein Kapitel sein kann. Eins liegt auf dem Nachttisch, so wenn ich so ganz müde bin, dann kann ich mal bloß keine. Und eins ist halt das Buch, was ich gerade lese. Und darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ey, ich finde es total krass von dir, dass du dich immer so als so schlau hinstellst. Du bist gar nicht so schlau. Oder schreibst du dann zurück? Stimmt. Jetzt machst du einen auf bescheiden. Ich hab mal geschaut. Catherine. Ich hab das halt mal echt versucht. Ich dachte so, nein, auch wenn du echt scheiße meinst, ich bin einfach nett und schreib zurück und schreib die Wahrheit. Okay, jetzt brauchst du dich gar nicht so anzupiedern. Also man kann nicht gewinnen. Ich lese gerade neben dem schweren Buch, schwierigen Buch, Schwerbuch, schweres auch, aber schwierig ist auch. Ich lese ja mein Nachname, erste Buchstabe. Ich denke mal, dann nehme ich ja, bitte, jeden Fall. Ja, wir haben es also das Nachtischbuch, wo ich das Buch reinsuche, darf ich jetzt endlich ausnehmen? Kann doch nicht wahr sein! Nur weil ich immer das eigentlich passt. Ist ein Buch, was versucht mir die Unterschiede zwischen chinesischer Grammatik und anderer Grammatik nahezubringen. Ich bin noch nicht weit. Und ich weiß sagen, ich bin jetzt ganz vor. Und das ist schon echt kompliziert, was ich für die Rest auch noch anfügen will. Aber also, vielleicht schon. Frag mich in 3 Jahren nochmal. Gut. In 3 Jahren kommen, jetzt bist du wieder hier. In 3 Jahren bin ich wieder hier und dann lese ich das alles nochmal durch. Ja, ich kann das alles so laufen. Und dann wird es schon klappen, wenn ich nicht bestimmt. Stimmt, dann wäre es eigentlich ein bisschen mehr. Es gibt weniger Scheiß-Kamillen-Serie. Ist das überhaupt Kamillen-Serie? Nicht mal. Ich kann ja sagen, ich habe Kamillen rumfahren. Ich habe mir schon was eingetan, aber ich ganz lustig bin. Ich finde gut. Ja. Komm, wir wollten uns halt ernsthaft unterhalten. Hast du denn den Charles ganz gelesen? Nein. Ich dachte, ich frage nicht. Ja, ich habe ihn ganz gelesen. Ja. Und
Ich habe jetzt auch schon erfahren, dass du ihn redigiert hättest. Wärst du eigentlich gerne Schriftsteller geworden? Nee. Warum nicht? Das ist eine unfassbare Arbeit. Also ich bringe jetzt ab und zu Fotobände raus. Und ja, geil, ihr lacht, aber da ist auch ein bisschen Text. Und dieses bisschen Text dauert länger als die ganze Reise mit den Fotos. Und die Fotos zu entwickeln und aufzudrucken, das dauert alles nicht so lange, wie diese paar Zeilen zu schreiben. Ich knabber mir da einen ab, so, wie kann man das formulieren? Die Leute sind... Nee, ich kann nicht schon wieder schreiben, die Leute sind total freundlich. Wir haben jetzt schon 40 Mal geschrieben, alleine diesen Kapitel. Aber die sind total freundlich, okay. Die Leute sind echt total freundlich. Also, ich bin dazu nicht geboren. Gib mir 3 Minuten Popcorn, den fülle ich dir mit Worten. 4 Minuten ist schon echt krass. Da muss schon so drin sein. Aber du hast aber, ich versuche eine ernste Frage zu stellen, du hast schon mal darüber nachgedacht, Romane zu schreiben. Nein. Weil ich die privat erzähle, mein Lieber. Okay, jetzt die Frage wieder zurück. Jetzt hast du es angesprochen, jetzt muss ich es auch zugeben. Ich das Tier, ich habe angefangen, ein Textroman zu schreiben. Aber ziemlich schnell eingesehen, dass das nicht zu mir passt. Und dann habe ich die ersten 40 Kapitel verbrannt. Da ging es eh nur um Masturbation. Nein, nee, du konntest. Ich beschreibe wirklich auch die Geschichte mit Links und so, was wir haben. Er kriegt jetzt nicht mehr. Hast du gehört? Ich dachte, ich doch, wollte mal mit Niveau schaffen. Aber irgendwie wollte ich das nicht immer selber. Töte, mobil, Pubertät. Ja. Bitte. Also in der Rede von dem Ding, was geht dir durch den Kopf, wenn du heute so ein Wort hast wie Bundesjugendprüfstelle? Bundesjugendprüfstelle. Hat man so schon mal geprüft in der Jugend? Was? Nee, die BTS hat uns, ohne es zu wollen, einen großen Dienst erwiesen, weil wir bis heute dieses Image haben: Verwesung. Machen wir überhaupt nicht. Ich habe halt ein Lied über Vögel gemacht. Mein Gott, man kann ja nicht so viele Frauen, deswegen habe ich ein Lied über meine Schwester. Also ich kann, denkst du aber später, was ich hätte. Da geht auch nicht bei den Vögeln. Ich bin nicht normal. Ich bin das Freunde, alle so, die sind total normal. Ich hab keine Ahnung. Das Bushido kann gar nicht so lange. Bushido, wenn du das so ganz alleine, wenn ihn überhaupt nicht, ganz ehrlich. Ich bin einer von dem, Bela erzählt mir manchmal so, was in der Musikgeschichte abgeht. Ach, die haben jetzt Synthesizer? Und es gibt dann nochmal so ein vorlesen Tape, heute ist es nur ein USB-Stick, ich so. Der passt aber nicht auf meinen Platz, Spieler. Und dann erzählt er mir, also im Interview wird es jetzt. Ihr denkt, dass ich mache einen Witz, das ist kein Witz. Wir haben so Interviews, also als Band. Und dann kommt so eine Frage, genau, kommt so eine Frage über irgendjemanden, der im Fernsehen total berühmt ist. Egal, was alle Leute von Haupt, ich sehe wirklich nicht fern, ich kenne die Leute nicht. Und dann wollte ich weder nicht nur rüber, was. Die haben eine Talkshow. Und dann kam ich halt so, ach ja, die ist mit der Talkshow, die. Das Band-Original ist kein Haupt, ich habe keine Ahnung von Populärkultur. Ich habe in meinem Leben noch kein Lied von Bushido und Ido gehört. Ich schwöre, noch nie. Ich bin da nicht stolz drauf. Das ist einfach so, mein Horizont ist nicht so weit. Vielleicht habe ich sogar mal gehört, wenn es auf irgendeinem Feld war, was mir Wähler gegeben hat. Ja. Du hast nicht gehört, der Feld nicht an, den die Wähler gibt? Doch, die höre ich an, aber überschriftet sie ja nicht. Mixtape. Weil sonst würde ich auch keine Leute mit Wähler, würde ich immer noch Beatles. Oh Gott, dieses geile Welt. Also, großartig, kann ich bis zum Tod immer wieder hören. Komm jetzt! Ey, Bela, die haben diese beiden See gemacht. Lucy in the Sky with Diamonds. Ja, vor 100 Jahren. Echt? Gefühlt ist es nicht so lange. Ja, also ich kenne mich mit Populärkultur einfach nicht aus. Nur mal lustig, Entschuldigung, jetzt muss ich sehen. Ich habe super noch einfach zu. Du bist wieder ein bisschen Hochkultur. Nein, nicht das. Ich wollte ja Geschichte nicht reden. Ach, okay. Das einzige Lied, das immer noch auf dem Index steht, ich glaube, da gibt es noch andere Lieder, aber nicht von euch.
Warte mal. Claudia hat es neulich freigegeben worden, das haben wir dann selber gemacht, das ist echt einfach mal für die Beziehung. Und im Schlaflied bin ich gerade nicht sicher. Ich glaube, nee. Ich glaube, das Schlaflied ist immer noch. Ist nicht mehr? Ah, super. Also, ich ganz ehrlich, ich bin eitel, aber ich gucke nicht jeden Tag, ob ich noch auf Index stehe. Kann man das irgendwie gut machen? Kommt man das Ihnen ein, oder wie läuft das? Das ist das hier. Mir ist das tatsächlich Erfahrung, weil jemand in der Zeitung gelesen hat. So, ey, hier, glaubt man das Schiff haben, dann sieht man auf den Index. Ah. Okay. Und jetzt müsst ihr euch so vorstellen, meine Gedanken waren so staubige Halle irgendwo in China. Weißt du, du hast doch schon ein schönes Gefühl. Es sind keine Schweine. Ich bin zwar nicht hier singen, das ist keine Sorge, keine Aufforderung, aber. Wenn ihr das verstehen, dann würde ich wahrscheinlich damit davonkommen, dass hier keiner mehr unter 18 ist. Dann geht es nicht. Wenn ich das Wort habe, dann geht es nicht. Ja. Schade, dass ihr hier seid. Nee, sorry. Also, ich bin auch Teil vom Gesetzbuch. Verstehst du? Verschiedene. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das spielt. Ich bin nicht aus Berlin. Dann kommt doch aus Berlin. Müsste doch eigentlich. Alter, dann bist du ja eigentlich los. Na, so. Diese Jugendgeste, die kann man sehr aufhören. Das ist übrigens geil, wenn einen jemand schneidet und macht so, die Leute sind echt verwirrt. Das war fast die Gleichkraft. Ich hab mir da gar nicht gesehen. Da hat sich schon ein bisschen die Hand gesehen. Da hat mich auch gesagt. Ich hab mir wirklich angewöhnt, auf den Dreck. Aber! Total gut, man kann auch nicht angezeigt werden. Was hat der angeschlagen? Was? Der hat mir den Daumen gefallen. Mal so, bam! Zurück wieder zum Beispiel. Die liegt doch immer noch im Herzen. Das ist eine Schwester. Du brauchst immer einen Bruder. Alright! Und wie läuft das? Aber wir sind auch wieder sehen. Ich muss das sehen. Ich wollte gar nicht wissen. Ich meine, Entschuldigung, er ist von der Zeit. Also Pipi Kaka ist was anderes. Die Zeit ist so das Aushängeschild der Intellektuellen. Ich hab ein Jahr lang die Zeit abonniert und der Briefträger hat mich echt gehasst. Das Ding wiegt eine Tonne und er wusste genau, der liest sie doch eh nicht. Ich hab damals mal reingeschaut. Ich hab's ein Jahr lang versucht zu lesen, aber du kommst überhaupt nicht hinterher. Du bist so beim dritten Teil, bei Wissenschaft, und dann kommt schon die nächste. Und du sagst, Alter, Schwede. Wer soll das weglesen? Das ist schneller. Das kann man so rauslesen. Ja, das Magazin ist ja für Wimps. Das Magazin ist ja, damit wollt ihr die nicht intellektuellen kriegen. Also, nicht anlesen. Nee, natürlich. Ja, nur Schwergewichte. Die wollen mir sogar eigentlich den Goethe hören. Mann, ich weiß ja, ich will den Goethe hören. Die edle Sprache. Ey, Goethe war 24, als er die Wetter geschrieben hat. Da habe ich mit 24 geschrieben. Aber Geschwister, die was mit 15 geschrieben haben, habe ich mit 15 geschrieben. Also man hätte mich vor mir selber schützen sollen. Das ist nicht mal so. Nein, das darfst du jetzt nicht denken, wir müssen den Kopf amputieren. Okay. Hast du das damals eigentlich ernst genommen, als das erste Ärger da losging, wenn ich das infiziert am Anfang? Wir wussten ja überhaupt nicht, was das ist. Wir waren die erste Band, also kommt bestimmt jemand, der im Internet gelesen hat, nein, das gab auch davor keine Vision. Wir waren die erste Band, die nicht irgendwie irgendwas über Adolf Hitler, was positiv über Adolf Hitler gesungen hat, die indiziert wurde. Wir wussten nicht, was passiert. Die Plattenfirma wussten nicht, was passiert. Keiner wusste, was passiert. Und wir haben jetzt mal gesagt, okay, wir sind auf dem Netz. Fühlt sich genauso an wie vorher. Dann passiert aber schon ein. Dann passiert ziemlich viele Sachen. Zum Beispiel passiert sowas, was heute ist die Mediengesellschaft ja genau umgedreht. Was da? Damals war das so gut. Eine schmutzige Band, nee, wir reden aber nicht so lange. Das heißt, wir sind in den Radiosendern gekommen und dann war so, soll man keinen Sonnenschein? Wir sind auch nicht. Und dann wusste keiner,
Kassenhändler haben alle unsere Platten zurückgeschickt, weil die wussten nur, dass die schmutzige Band, bevor wir Ärger kriegen, schicken wir alle Platten zurück und wir so, das ist unsere Lebensgrundlage. Hallo! Und die Konzerte durften wir auch nicht so richtig bewerben, also war ein Jahr lang, was ich habe. Ja. Dann hattet ihr die Idee mit ab 18? Nee, das war das noch vorher. Nee, das war dann nach dem Jahr. Also dieses Jahr war echt hart und dann drehte sich das sowieso um. Dann wie machen das? Ich glaube, dann gab es so einen Fernsehsender, der tatsächlich sich getraut hat, das Lied zu spielen. Obwohl es publiziert war. Und dann haben sie auch mit uns darüber geredet und dann. Das war live aus dem Alabama, glaube ich, oder? Weil dann hatten sie das ja nicht auch. Nee, das war mit dem Marshall. Da haben wir den Marshall aufgemacht oder haben die sowas. Das verschwimmt ja alles, ja. Wir waren darauf abonniert, böse Musik zu hören. Jetzt hingegen, böse Musik, halt. Ach, ich hab's geschafft, ich bin angekommen. Ich muss fertig schnell. Das ist cool. Hier, Straßenkern. Freunde. Und schon. Genau. Wechsel. Du hast über 1000 Songs geschrieben. Ist das jetzt eine Anschuldigung? Nein. Oder kommt jetzt, warum waren da noch viele gute dabei? Aber es sind gar nicht, also es sind vergleichsweise wenig, viel weniger veröffentlicht. Und die anderen sind alle irgendwo auf der Müllhalde. Nee, lasst mich raus. Wenn ich euch jetzt einen davon wollte, würde ich sagen, gut, lass das mal, ja, dann mach ich das mal. Da waren schon viel Schrott dabei. Aber auch ein paar echte Diamanten. Und jetzt habe ich jetzt, wenn ich später mal Geld brauche, wie angelegt ihr nun? 3:20. Ich hoffe, ihr kauft ihr denn alle und ladet die nicht nur wieder runter. Und sonst führe ich die persönliche Spur. Für 20 Euro, aber wo gibt es denn nicht mehr? 20 Neumark Eintritt. Kommt gleich zu Werther. Der Wert ist für mich dann nachher. Ja, ist gut, freue mich. Nächstes Jahr werden wir 30. Also. Das ist schön. Ich bin nicht nochmal 30 werden würde. Ja, stimmt. Erschreckend. Soll ich jetzt dazu was sagen? Ich hab schon Spaß, Alter. Mehr Frau als mich. Aber ihr geht doch zu wenig. Ja, das heißt, du kannst keine langen Reisen mehr machen. Nach der Tournee hänge ich nicht auf, oder? Ist die Tournee zu Ende gegangen? Das stimmt. Aber weißt du, so eine Tournee ist auch eine Reise. Ich tausche ab. Weil wir reisen in die Herzen der Menschen. Normalerweise, wenn du nicht auf Tournee bist, gehst du alleine auf Reisen. Ja, also ich habe immer auch ein anderes Leben. 4 Monate alleine durch Australien und Osttimor zum Beispiel. Ja. Ohne Vorrat? Nee. Ohne Handy? Nee, ich hatte ein Handy dabei, aber in der Wüste ist es so, verdammt schon wieder kein Netz. Gibt's noch nicht wie gestern und vorgestern und vorgestern. Woran liegt's denn? Ist das für dich sozusagen ein Weg von all dem. Ja. Hat sich noch gut? Nee. Wann zu der? Du musst schon fragen, sonst kann ich nicht antworten. Sag, schau mal, ich habe nie lang gemacht. Oder? Du bist spitz, oder? Dieses lange Aufreisen, also 4 Monate Urlaub machen. Hast du das auch angefangen, um aufhören, aufzuhören, zu schreiben, einmal durchzuatmen, nichts zu tun. Wie angefangen habe ich das aus Neugierde. Und zwischendurch, also jetzt mittlerweile mache ich das auch so, um halt mal nichts zu machen. Also außer zu reisen. Und dann zu fotografieren. Und dann ein Tagebuch zu führen. Und dann vielleicht noch Sprache zu lernen. Und dann vergiss es. Geht nicht. Aber das runtergedacht ist eigentlich eine große Aufgabe für dich, weil du eigentlich sonst normalerweise. 100 Pinsel fällt mir gar nicht so schwer. Ja, stimmt. Also weil, guck mal, stell dir vor, du führst so ein Leben. Du kommst mal viel mehr als 600 Leute und wollen unbedingt, dass du den Wert erfüllst. Das ist echt super, oder? Aber kann eigentlich nicht, also weiter nach oben? Nee, ich glaube, aber jetzt von nun an geht es besser. Also, Werther findest du besser als das, was du vorhin gelesen hast. Also, er könnte mit Jürgen vergleichen. Also, Werther ist ja erstmal schon ein bisschen älter. Der Ausdruck fängt mit G an, die Geschwisterliebe.
muss ich mehr sagen, oder? Sturm und Brand, das kommt uns an. Mir, Werner gefällt mir schon besser jetzt in, also ich habe den natürlich, wie ihr alle, auch in der Schule lesen müssen, dürfen, gehabt, alle gehabt. Und fand ihn gut, fand aber, wir hatten eine sehr intelligente Deutschlehrerin, die hat uns gleichzeitig kennt dort und Werner lesen lassen, die neuen Leiden und die alten Leiden. Wir so, ey, voll witzig. Die Sprache ist schon gewöhnungsbedürftig jetzt. Also gerade zum Vorlesen, wenn man so still für sich liest, dann ist so mit Alberten und Locken und dem, die stand gegen mir über, da kann man drüber hinweggehen, wenn man laut vorliest, ist man so, also wird so nicht so richtig von der Zunge rollen. Aber ich mag. Wir werden es erleben. Vielen Dank für das Gespräch. Super, oh, scheiße. Herzlichen Dank. Verschwinde jetzt wieder und auf die Tisch. Neuen Job, lernt eine Frau kennen, die ist leider vergeben, er verliebt sich, versucht von ihr wegzukommen, weil sie ist ja nochmal vergeben, kommt nicht von ihr weg, kommt wieder zurück, ist einfach furchtbar verliebt. Am Vorabend des letzten Kapitels, was ich jetzt gleich vorlesen will, aber es ist echt lang, hat er sie besucht, ihr Mann war nicht da. Du bist in den Zeiten Vorgeschwisterliebe, ich glaube, sie sind bis zum Kuss gekommen. Und alles total dramatisch. Und ja, jetzt schreibt er. Achso, genau. Das ist ein Briefroman. Und Goethe hat dann irgendwann gemerkt, so gegen Ende, verdammt, wenn er sich dann umdreht, dann schreibt er keine Briefe mehr. Wie komme ich aus der Nummer raus? Das heißt, nachdem man die ersten, keine Ahnung, 200 Seiten immer schön Briefe hat, kommt dann plötzlich ein Erzähler. Der beschreibt, was jetzt so außerhalb der Briefe noch passiert, weil sonst kriegt man das Buch nicht so richtig gut zu Ende. Ich sage mal, alle Heimrat, das hätte man eleganter lösen können. Das stellt mich beim Lesen jetzt auch vor eine ziemliche Herausforderung, weil ich habe nur die eine Stimme und die Stimme auch einer bin ich sofort heiler. Und deswegen muss ich jetzt mit der einen Stimme sowohl den recht jammerigen Werther lesen, als auch den nüchternen Erzähler. Ich glaube, ich kriege trotzdem mit, wer wann dran ist. Ich hoffe es zumindest. Achso, und zu der Sprache nochmal. Ihr denkt wahrscheinlich regelmäßig, oh, jetzt verliebt er sich. Nee, das steht hier so. Und da ist unheimlich viel Ach drin. Und beim Ach, also ich habe mir das so überlegt, beim Ach macht man eine kurze Pause. Also man muss sich den quasi vorstellen, ich will Ach auf Toilette. Aber wie gesagt, so weit weg, weil ich bin auch aufgelöst, klingt irgendwie komisch. So, aber mir, den Rest hört sich schon. Warte mal, ich habe mir noch andere Redewendungen, alles klar. Leute, es ist ein dramatisches Ende, also jetzt ein bisschen weniger lachen, ja? Respekt vor Güte. Genau, nochmal alles schön ausrüsten. Wenn wir mal Pipi wollen. Das dauert jetzt, ich habe hier 15 Seiten gedruckt. 15 Seiten, warum? Ich bin jetzt über diesen Lachkämpfen, wenn man auf Klassenfahrt ist und irgendwann sagt man jemand Flüchtling und alle müssen lachen auf dem Boden. Okay, eigentlich sind noch. Neben meinem Tee liegt ein Biobus. Jetzt aber Goethe. Zum letzten Male, denn zum letzten Male schlage ich diese Augen auf.
die sollen, ach, die Sonne nicht mehr sehen. Ein trüber, nebliger Tag hält sie bedeckt. So traurig in Natur. Dein Sohn, dein Freund, dein Geliebter naht sich seinem Ende. Lotte, das ist ein Gefühl ohnegleichen. Und doch kommt es dem dämmernden Traum am nächsten zu sich zu sagen, das ist der letzte Morgen. Der letzte. Lotte, ich habe keinen Sinn für das Wort. Der letzte. Stehe ich nicht da in meiner ganzen Kraft und morgen liege ich ausgestreckt und schlaff am Boden? Sterben. Was heißt das? Siehe, wir träumen, wenn wir vom Tode reden. Ich habe manchen sterben sehen, aber so eingeschränkt ist die Menschheit, dass sie für ihres Daseins Anfang und Ende keinen Sinn hat. Jetzt noch mein, dein, o Geliebte, und einen Augenblick getrennt, geschieden, vielleicht auch ewig? Nein, Lotte, nein, wie kann ich vergehen? Wie kannst du vergehen? Wir sind ja vergehen. Was heißt das? Das ist wieder ein Wort, ein leerer Schall, ohne Gefühl für mein Herz. Tod, Lotte. Eingeschaut der kalten Erde, so eng, so finster. Ich hatte eine Freundin, die mein Alles war, meiner hilflosen Jugend. Sie starb und ich folgte ihrer Leiche und stand an dem Grabe, wie sie den Sarg hinunterließen und die Seile schnurrend unter dem Becken wieder heraufschnellten, dann die erste Schaufel hinunterschollerte und die ängstliche Lade einen dumpfen Ton wiedergab und dumpfer und immer dumpfer und endlich bedeckt war. Ich stürzte neben das Grab hin, ergriffen, erschüttert, geängstigt, zerrissen mein Innerstes, aber ich wusste nicht, wie mir geschah. Wie mir geschehen wird, sterben, Grab, ich verstehe die Worte nicht. Oh, vergib mir, gestern, es hätte der letzte Augenblick meines Lebens sein sollen, ohne Engel. Zum ersten Male, ganz ohne Zweifel, durch mein ewig Innerstes, durchglühte mich das Wonnegefühl, sie liebt mich. Es brennt auf meinen Lippen das heilige Feuer, das von den Deinen strömte. Neue wachende Wonne ist in meinem Herzen. Vergib mir. Ach, ich wusste, dass du mich liebtest. Wusste es an den ersten seelenvollen Blicken, an dem ersten Händedruck. Und doch, wenn ich wieder weg war, wenn ich albernd an deiner Seite sah, verzagte ich wieder in fieberhaften Zweifeln. Erinnerst du dich der Blume, die du mir schicktest, als du in jener fatalen Gesellschaft mir kein Wort sagen, keine Hand reichen konntest? Oh, ich habe die halbe Nacht davor gekniet und sie versiegelten mir deine Liebe. Aber ach, diese Eindrücke gingen vorüber, wie das Gefühl der Gnade deines Gottes allmählich wieder aus der Seele des Gläubigen weich, die ihm mit ganzer Himmelsfülle in heiligen, sichtbaren Zeichen gereicht war. Alles das ist vergänglich, aber keine Ewigkeit soll das glühende Leben auslöschen, das ich gestern auf deinen Lippen genoss, das ich in mir fühle. Dieser Arm hat sie umfasst, diese Lippen haben auf ihren Lippen gezittert, dieser Mund hat an den ihrigen gestanden. Sie ist mein, du bist mein. Ja, Lotte, auf ewig. Und was ist das, dass Albert der Mann ist? Mann, was wäre denn für diese Welt und für diese Welt Sünde, dass ich dich liebe, dass ich dich auf seinen Armen in die meinigen leiten möchte? Sünde? Gut. Und ich strafe mich dafür. Ich habe sie in ihrer ganzen Himmelsvolle geschmeckt, diese Sünde. Habe Lebensbalsam und Kraft in mein Herz gesaugt. Du bist von diesem Augenblick mein. Mein, o Lotte. Ich gehe voran. Gehe zu meinem Vater, zu deinem Vater. Dem will ich klagen und er wird mich trösten, bis du kommst. Und ich fliege dir entgegen und fasse dich und bleibe bei dir vor dem Angesicht des Unendlichen in ewigen Umarmungen. Ich träume nicht, ich lerne nicht. Nah am Grabe wird mir es erlangt. Wir werden sein. Wir werden uns wiedersehen. Deine Mutter sehen. Ich werde sie sehen, werde sie finden. Ach, und vor ihr mein ganzes Herz ausschütten. Deine Mutter, dein Ebenbild. Gegen Elbe fragte Werther seine Bedienten, ob wohl Albert zurückgekommen sei. Der Bediente sagte, ja, er habe dessen Pferd dahin führen sehen. Darauf gibt ihm der Herr ein offenes Zettelchen des Inhalts. Wollten Sie mir wohl zu einer vorhabenden Reise Ihre Pistolen leihen? Leben Sie recht wohl.
Die liebe Frau hatte die letzte Nacht wenig geschlafen. Was sie gefürchtet hatte, war entschieden. Auf eine Weise entschieden, die sie weder ahnen noch fürchten konnte. Ihr sonst so rein und leicht fließendes Blut war in einer fieberhaften Empörung. Tausenderlei Empfindungen zerrütteten das schöne Herz. War es das Feuer von Werthers Umarmungen, das sie in ihren Busen fühlte? War es Unwille über seine Verlegenheit? War es eine unmutige Vergleichung ihres gegenwärtigen Zustandes mit jenen Tagen ganz unbefangener, freier Unschuld und sorglosen Zutrauens an sich selbst? Wie sollte sie ihrem Mann entgegengehen? Wie ihm eine Szene bekennen, die sie so gut gestehen durfte und die sie sich doch zu gestehen nicht getraute? Sie hatten so lange gegeneinander geschwiegen. Und sollte sie die Erste sein, die das Stillschweigen bräche und eben zur unrechten Zeit ihrem Gatten eine so unerwartete Entdeckung machte? Schon fürchtete sie, die bloße Nachricht von Werthers Besuch werde ihm einen unangenehmen Eindruck machen. Und nun gar diese unerwartete Katastrophe. Konnte sie wohl hoffen, dass ihr Mann sie ganz im rechten Lichten sehe, ganz ohne Vorurteil aufnehmen würde? Und konnte sie wünschen, dass er in ihrer Seele lesen möchte? Und doch wieder konnte sie sich verstellen gegen den Mann, vor dem sie immer wie ein kristallhelles Glas offen und frei gestanden und dem sie keine ihrer Empfindungen jemals verheimlicht noch verheimlichen können? Eins und das andere machte ihr Sorgen und setzte sie in Verlegenheit. Und immer kehrten ihre Gedanken wieder zu Werthern, der für sie verloren war, den sie nicht lassen konnte, den sie leider sich selbst überlassen musste und den, wenn er sie verloren hatte, nichts mehr übrig blieb. Wie schwer lag jetzt, was sie sich in dem Augenblick nicht deutlich machen konnte, die Stockung auf ihr, die sich unter ihnen festgesetzt hatte. So verständige, so gute Menschen fingen wegen gewisser heimlicher Verschiedenheiten untereinander zu schweigen an. Jedes dachte seinem Recht und dem Unrechte des anderen nach und die Verhältnisse verwickelten und verhetzten sich dergestalt, dass es unmöglich war, den Knoten eben in den kritischen Momenten, von dem alles abhing, zu lösen. Hätte eine glückliche Vertraulichkeit sie früher wieder einander näher gebracht, wäre Liebe und Nachsicht wechselsweise unter ihnen lebendig geworden und hätte ihre Herzen aufgeschlossen, vielleicht wäre unser Freund noch zu retten gewesen. Noch ein sonderbarer Umstand kam dazu. Werther hatte, wie wir aus seinen Briefen wissen, nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich diese Welt zu verlassen sehnte. Albert hatte ihn oft bestritten, auch war zwischen Locken und ihrem Mann manchmal die Rede davon gewesen. Dieser, der einen entschiedenen Widerwillen gegen die Tat empfand, hatte auch da oft mit einer Art von Empfindlichkeit, die sonst ganz außer seinem Charakter lag, zu erkennen gegeben, dass er an dem Ernst eines solchen Vorsatzes sehr zu zweifeln Ursache finde. Er hatte sich sogar darüber einigen Scherz erlaubt und seinem Unglauben Lotten mitgeteilt. Dies beruhigte sie zwar von einer Seite, wenn ihre Gedanken ihr das traurige Bild vorführten, von der anderen aber fühlte sie sich auch dadurch gehindert, ihrem Mann die Besorgnisse mitzuteilen, die sie in dem Augenblick quälten. Albert kam zurück und Lotte ging ihm mit einer verlegenen Hastigkeit entgegen. Er war nicht heiser, sein Geschäft war nicht vollbracht. Er hatte an dem benachbarten Amtmann einen unliebsamen, kleinsinnigen Menschen gefunden. Der üble Weg aus hatte ihn verdrießlich gemacht. Er fragte, ob nichts vorgefallen sei, und sie antwortete mit Übereilung, Werther sei gestern Abend da gewesen. Er fragte, ob Briefe gekommen, und er erhielt zur Antwort, dass ein Brief und Pakete aus seiner Stube lägen. Er ging hinüber, und Lotte blieb allein. Die Gegenwart des Mannes, den sie liebte und ehrte, hatte einen neuen Eindruck in ihr Herz gemacht. Das Andenken seines Edelmuts, seiner Liebe und Güte hatte ihr Gemüt mehr beruhigt. Sie fühlte einen heimlichen Zug, ihm zu folgen. Sie nahm ihre Arbeit und ging auf sein Zimmer, wie sie mehr zu tun pflegte. Sie fand ihn beschäftigt, die Pakete zu abrechnen und zu lesen. Einige schienen nicht das Angenehmste zu enthalten. Sie tat einige Fragen an ihn, die er kurz beantwortete und sich an den Pult stellte, zu schreiben. Sie waren auf diese Weise eine Stunde nebeneinander gewesen und es war immer dunkler in Lottens Gemüt. Sie fühlte, wie schwer es ihr werden würde, ihrem Mann, auch wenn er bei dem besten Humor wäre, das zu entdecken, was ihr auf dem Herzen lag. Sie verfiel in eine Wehmut, die ihr desto ängstlicher ward, als sie Lotte zu verbergen und ihre Tränen zu verschlucken suchte. Die Erscheinung von Werthers Knaben setzte sie in die größte Verlegenheit. Er überreichte Albert in das Zettelchen, der sich gelassen nach seiner Frau wendete und sagte,
gibt ihm zu tun. Ich lasse ihn glückliche Reise wünschen, sagte er zum Jungen. Das fiel auf sie wie ein Donnerschlag. Sie schwankte aufzustehen, sie wusste nicht, wie es geschah. Langsam ging sie nach der Wand, zitternd nahm sie das Gewehr herunter, putzte den Staub ab und zauderte. Und hätte noch lange gezögert, wenn nicht Albert durch einen fragenden Blick sie gedrängt hätte. Sie gab das unglückliche Werkzeug dem Knaben, ohne ein Wort vorbringen zu können. Und als der zum Hause hinaus war, machte sie ihre Arbeit zusammen, ging in ihr Zimmer in den Zustand der unaussprechlichsten Ungewissheit. Ihr Herz weissagte ihr alle Schreckliche. Bald war sie im Begriff, sich zu den Füßen ihres Mannes zu werfen, ihm alles zu entdecken, die Geschichte des gestrigen Abends, ihre Schuld und ihre Ahnungen. Dann sah sie wieder keinen Ausgang des Unternehmens. Am wenigsten konnte sie hoffen, ihren Mann zu einem Gange nach Wertheim zu bewegen. Der Tisch war gedeckt, und eine gute Freundin, die nur etwas zu fragen kam, gleich gehen wollte und blieb, machte die Unterhaltung beim Tisch erträglich. Man zwang sich, man redete, man erzählte, man verjagt sich. Der Knabe kam mit den Pistolen zu Wertheim, der sie mit Entzücken abnahm, als er hörte, Lotte habe sie ihm gegeben. Er ließ sich Brot und Wein bringen, ließ den Knaben zu Tische gehen und setzte sich nieder zu schreiben. Sie sind durch deine Hände gegangen. Du hast den Staub davon geputzt. Ich küsse sie tausendmal. Du hast sie berührt. Und du, Geist des Himmels, begünstigst meinen Entschluss. Und du, Lotte, reichst mir das Werkzeug. Du, von ihren Händen nicht den Tod zu empfangen, wünschte und ach, nun empfange. Oh, ich habe meinen Jungen ausgefragt. Du zittertest, als du sie ihm reichtest. Du sagtest, kein Lebewohl. Wehe, wehe, kein Lebewohl. Solltest du dein Herz für mich verschlossen haben, um des Augenblicks willen, der mich ewig an dich befestigte? Lotte, kein Jahrtausend vermag den Eindruck auszulöschen. Und ich fühle es, du kannst den nicht hassen, der so viel spült. Nach Tische hieß er den Knaben alles vollends einpacken, verriss viele Papiere, ging aus und brachte noch kleine Schulden in Ordnung. Er kam wieder nach Hause, ging wieder aufs Tor, ungeachtet des Regens in den gräflichen Garten, schweifte weiter in der Gegend umher und kam mit anbrechender Nacht zurück und schrieb: Wilhelm, ich habe zum letzten Mal das Feld und Wald und den Himmel gesehen. Leb wohl auch du. Liebe Mutter, verzeiht mir. Tröste sie, Wilhelm. Gott segne euch. Meine Sachen sind alle in Ordnung. Lebt wohl. Wir sehen uns wieder und freuen lieber. Ich habe die Übel gelohnt, Albert, und du vergibst mir. Ich habe den Frieden deines Hauses gestört. Ich habe Misstrauen zwischen euch gebracht. Lebe wohl. Ich will es ändern. Oh, dass ihr glücklich wäre durch meinen Tod. Albert, Albert, mache den Engel glücklich und so wohne Gottes Segen über dir. Er kannte den Abend noch vielen seiner Papieren, versitzt vieles und wartete in den Ofen, verriegelte einige Päcke mit den Adressen an Wilhelm. Sie enthielten kleine Aufsätze, abgerissene Gedanken, deren ich verschiedene gesehen habe, und nachdem er um 10 Uhr Feuer hatte nachlegen und sich eine Flasche Wein geben lassen, schickte er den Bedienten, dessen Kammer wie auf die Schlafzimmer der Hausleute weit hinten hinaus waren, zu Bette, der sich dann in seinen Kleidern niederlegte, um früh bei der Hand zu sein, denn sein Herr hatte gesagt, die Postpferde würden vor 6 Uhr vors Haus kommen. Nach Elbe. Alles ist so still um mich her und so ruhig meine Seele. Ich danke dir, Gott, wenn du diesen letzten Augenblick in diese Wärme, diese Kraft schenkst. Ich trete an das Fenster meiner Reste und sehe noch durch die stürmenden, vorüberfliehenden Wolken einzelne Sterne des ewigen Himmels. Nein, ihr werdet nicht fallen. Der Ewige trägt euch an seinem Herzen und mich. Ich sehe die Deichselsterne des Wahrens, des Liebsten unter allen Bestürmungen. Wenn ich nachts von dir ging, wie ich aus deinem Tore trat, stand er gegenüber. In welcher Trunkenheit habe ich ihn oft angesehen, oft mit aufgehabenen Händen ihn zum Zeichen, zum heiligen Merksteine meiner gegenwärtigen Seligkeit gemacht. Und noch, oh Lotte, was erinnert mich nicht an dich? Dann gibst du mich nicht? Und habe ich nicht gleich einem Kinde ungenügsam allerlei Kleinigkeiten zu mir gerissen, die du
du Heilige berührt hattest? Dieses Schattenbild. Ich vermache es dir zurück, Lotte, und bitte dich, es zu ehren. Tausend Grüße habe ich darauf gedrückt. Tausend Grüße hinzugewiesen, wenn ich ausging oder nach Hause kam. Ich habe deinen Vater an einem Zettelchen gebeten, meine Leiche zu schützen. Auf dem Kirchhof sind zwei Lindenbäume, hinten in der Ecke nach dem Felde zu. Dort wünsche ich zu ruhen. Er wird das für meinen Freund tun. Bitte ihn auch. Ich will frommen Christen nicht zumuten, ihren Körper neben einen armen Unglücklichen zu legen. Ach, ich wollte, ihr berührt mich am Wege oder im einsamen Tale, dass Priester und Levit vor den bezeichneten Steinen sich segnend vorübergingen und der Samariter eine Träne meinte. Hier, Leute, ich schaue nicht, den kalten, schrecklichen Kelch zu fassen, aus dem ich den Taumel des Todes trinken soll. Du reichtest mir hin und sage nicht. Alle! So sind alle die Wünsche und Hoffnungen meines Lebens erfüllt. So kalt, so starr an der ehernen Pforte des Todes anzuklopfen. Dass ich des Glückes hätte teilhaftig werden können, für dich gestorben, Lotte, für dich mich hinzugeben. Ich wollte freudig sterben, wenn ich dir die Ruhe, die Wonne deines Lebens wieder schaffen könnte. Aber ach, das war nur wenigen Ewigen gegeben, ihr Blut für die Ihrigen zu vergießen und durch ihren Tod ein neues, hundertfältiges Leben ihren Freunden anzufangen. In diesen Kleidern, Lotte, will ich begraben sein. Du hast sie berührt, geheiligt. Ich habe auch deinen Vater darum gebeten. Meine Seele schwebt über dem Seil. Man soll meine Taschen nicht aufsuchen. Diese blassrote Streife, die du am Busen hattest, als ich dich zum ersten Mal unter deinen Kindern fand, wo küsse sie tausendmal und erzähle ihnen das Schicksal des unglücklichen Freundes. Sie lieben, sie sind grünlich. Ach, wie ich mich an dich schloss, seit dem ersten Augenblick, wie ich nicht lassen konnte. Diese Schleife soll mit mir begraben werden. An meinem Geburtstag schenktest du sie mir. Da ich das alles verschlang. Ach, ich dachte nicht, dass mich der Weg hierher führen sollte. Sei ruhig, ich bitte dich. Sei ruhig. Sie sind geladen. Es schlägt 12, so sei es denn. Lotte, lebe wohl. Lebe wohl. Ein Nachbar sah den Blick vom Pulver über den Schutz fallen. Da war alles stille blieb, achtete er nicht weiter drauf. Morgen um 6 Uhr tritt der Bediente herein mit dem Licht. Er findet seinen Herrn an der Erde, die Pistole und das Blut. Er ruft, er fasst ihn an. Keine Antwort, er röchelt nur noch. Er läuft nach den Ärzten, nach Alberten. Lotte hört die Schelle schrien, ein Zitter ergreift alle Reden. Sie weckt ihren Mann, sie stehen auf, der Bediente bringt heulend und stotternd die Nachricht. Lotte sinkt ohnmächtig vor all das nieder. Als der Medikus zu dem Unglücklichen kam, fand er ihn an der Erde ohne Rettung. Der Puls schlug, die Glieder waren alle gelähmt. Über dem rechten Auge hatte er sich durch den Kopf geschossen, das Gehirn war herausgetrieben. Man ließ ihn zum Überfluss, eine Ader am Arme, das Blut lief, er holte noch immer Atem. Aus dem Blut auf der Lehne des Sessels konnte man schließen, er habe sitzend vor dem Schreibtisch die Tat vollbracht. Dann ist er heruntergesunken, hat sich konvulsivisch um den Stuhl herumgelegt. Er lag gegen das Fenster entkräftig auf dem Rücken, war in völliger Kleidung, gestiefelt, in blauem Frack mit gelber Weste. Das Haus, die Nachbarschaft, die Stadt kam in Aufruhr. Albert trat herein. Die Wärter hatten ihn auf das Bett gelegt, die Stirn verbunden, sein Gesicht schon wie eines Toten. Er rührte kein Gesicht. Die Lunge röchelte noch fürchterlich, bald schwach, bald stärker. Man erwartete sein Ende. Von dem Weine hatte er nur ein Glas getrunken. Emilia Galotti lag auf dem Pulte aufgeschlagen. Von Alberts Bestürzung, von Lottes Jammer lasse ich mich nicht sagen. Der alte Amtmann kam auf die Nachricht hereingesprungen. Er küsste den Sterbenden unter den heißesten Tränen. Seine ältesten Söhne kamen bald nach ihm zu Fuße. Sie fielen neben dem Bett nieder im Ausdruck des unbändigsten Schmerzens. Küssten ihm die Hände und den Mund und der Älteste, den er immer am meisten geliebt, hing an seinen Lippen, bis er verschieden war und an den Knaben mit Gewalt hetzte. Um 12 Uhr starb er. Die
Gegenwart des Amtmanns und seinen Anstalten tauschte einen auf. Nachts gegen Elbe ließ er ihn an die Stätte begraben, die er sich erwähnt hatte. Der Alte folgte der Leiche und die Söhne. Albert vermochte nicht. Man fürchtete für Lockens Leben. Handwerker tun ihm keine geistliche Abendbegleitung. Das war's jetzt, ja?